So, hallo liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wieder euer Hundekanal und zwar mit einem weiteren Video. Und zwar geht es diesmal darum, wie bringe ich meinem Hund Bellen bei. Ja, das Grundprinzip ist erstmal wieder gleich. Und zwar muss man es schaffen, dass der Hund bellt. Erstmal. Man kann ihn dazu aufhetzen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe ihn immer, als er klein war, die sieht er immer aufgehetzt, wenn irgendwas war, irgendwo was geraschelt hat oder sowas. Und irgendwann mit der Zeit hat sie dann angefangen. Und das war natürlich das, was ich gleich genutzt habe. Also, wenn der Hund bellt, belohnt man das Ganze, indem man einfach sagt, ja, super, Bell. Also, sie kann das jetzt schon. Also, in dem Moment, wo der Hund das sagt, sagt man, super, und dann sagt man, Bell dahinter, ja. Ich muss jetzt ja hier was geben, weil die kennt natürlich das Wort. Also, wenn ich jetzt sage, Bell, Sitz. Das Super muss nach circa einer Sekunde, ein bis zwei Sekunden länger darf man da nicht warten. Ansonsten macht man das zu nieder und der Hund weiß gar nicht mehr, wofür er jetzt belohnt wurde. Ja, wie könnte man das noch beibringen? Also man könnte zum Beispiel, manche Hunde bellen, wenn man ein Leckerchen ihm nicht gibt. Das macht sie dann natürlich nicht. Oder wenn man ein Spielzeug hochhält, werden manche Hunde auch ein bisschen wuschig manchmal. Ihr müsst einfach austesten, was jetzt direkt bei eurem Hund funktioniert. Also weil manche Hunde bellen, wenn man die Hand hochhält und was weiß ich, oder nicht reagiert, wenn er was will. Und das muss man halt belohnen. Natürlich sollte man darauf achten, dass wenn der Hund das Kommando dann verstanden hat, man dieses wieder abgewöhnt, dass er sozusagen bellt, wenn er was will. Ja, es ist dann auch wichtig, dass man das dann nicht mehr belohnt, sondern nur noch das Kommando direkt. Jo, also einfach sagen, einfach den Hund entweder aufhetzen. Zum Beispiel, wenn es kommt, richtig, ja guck mal hier, was ist denn da? Und irgendwann bellt dann der Hund schon los. Oder halt eben mit Spielzeug, Futter, irgendwie da den Hund dazu bringen. Man muss den Hund dazu bringen, dass er bellt. Wenn ein Hund nicht bellt, dann kann ich den jetzt nicht vormachen, wuff, wuff, und dann lernt er das. Sondern es muss Momente geben, wo der Hund mal bellt. Wenn er das macht, kann man ihm das ganz einfach beibringen, indem man, wie gesagt, das belohnt, Leckerchen gibt. Das macht man dann so. Wenn der Hund oft bellt, dann wird es in der Woche schon funktionieren. Bei Sita hat es relativ lange gedauert, weil sie den Zusammenhang zwischen etwas wegbellen und einfach nur bellen nicht so richtig verstanden hat. Sondern sie hat nur gebellt, wenn sie geguckt hat vorher, ob was ist. Ja, das müsst ihr natürlich dann immer weiter probieren und wieder belohnen, bis es halt richtig funktioniert. Wie gesagt, so habe ich das beigebracht. Wenn ihr andere Tipps habt und Tricks für andere Leute, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Es soll auch so eine kleine Community hier entstehen, dass ihr euch gegenseitig auch mal Tipps geben könnte zu Sachen. Sieht, dann muss hier ein bisschen vorkommen. Komm mal hier. Zu verschiedenen Sachen. Jo, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Nächstes Video, weiß ich noch gar nicht, was es ist. Habe ich oben aufgeschrieben, habe ich jetzt nicht dabei. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas wollt, wo ich ein Video drüber machen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. Also wenn ihr euer Hund Bell beibringen sollt, entweder aufhetzen, bis der Hund mal bellt, dann sagen Bell, Bell, ja, super. Und dann super sagen, super Bell, wie wir das aber in den anderen Videos auch gemacht haben. Bei irgendwelchen Fragen einfach eine Mail schreiben, einen Kommentar schreiben, wie auch immer. Ich antworte darauf und ich helfe euch auch, wie andere das auch schon gemerkt haben. Das soll es aber gewesen sein.